In der Mathematik gibt es ja viele unterschiedliche Themengebiete und bei dem einen Themengebiet sagen viele Schüler, oh, okay, das ist in Ordnung und die anderen sagen, oh, das mag ich überhaupt nicht, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Aber es teilt sich meistens immer so in so zwei Lager. Aber es gibt wenige Themen, so wie dieses hier, wo eigentlich, glaube ich, alle irgendwie gleichzeitig sagen, irgendwie, das mag ich nicht. Irgendwie, das kann ich nicht und das mag ich nicht. Und selbst wenn ich es mal verstanden habe, dann habe ich spätestens nach einer Woche oder so wieder vergessen. Das heißt, wenn es dann das nächste Mal aufkommt, muss ich es ganz neu wieder lernen, einfach weil ich es mir nicht gut merken kann. Und das ist eben dieses Logarithmus-Ding. Logarithmus ist einfach nur die Umkehrung von einer Exponentialfunktion. So, das ist erstmal so grundsätzlich einfach schon mal so der Fall. Das heißt, so wie du es hier auch in diesem Bild siehst, wenn du dir eine Exponentialfunktion vorstellst, und hier ist es ja in grün die spezielle Exponentialfunktion E-Funktion, nämlich, wo wir als Basis ein E haben. Eine Exponentialfunktion könnte ja auch zum Beispiel sein, f von x gleich 2 hoch x oder 3 hoch x oder 3 hoch x plus 2 oder sowas. Aber hier ist es eben diese spezielle e-Funktion e hoch x. Und wenn du dir jetzt diese blaue Funktion mal anguckst, dann ist das eine, so eine halbierende des Koordinatensystems. Und das ist eine lineare Funktion mit einfach nur der Steigung 1. Das heißt, die geht hier einmal so durch das Koordinatensystem, sodass dieser erste Quadrant hier oben rechts einmal geteilt wird. Und wenn du das als Spiegelachse verwendest, dann könntest du diese grüne daran so spiegeln, dass dabei die rote herauskommt. Das heißt, es ist letztendlich die gespiegelte e hoch x Funktion und die nennen wir ln x. Das ist eine spezielle Logarithmusfunktion. So, jetzt müssen wir aber nochmal so ein bisschen auf anfangen hier. Wir haben ja Logarithmen. So, die kennst du ja schon. Sagen wir mal hier so log und also das, was hier oben steht, log ax. So, was ist da jetzt log ax? Also log ax bedeutet, dieses hier unten, dieses a, das ist die Basis. Also Basis a. Und das, wovon man den Logarithmus ziehen soll, steht eben in so einer Klammer. Manche schreiben die Klammer nicht, aber ich schreibe sie jetzt hier mal. Und davon soll eben der Logarithmus zur Basis a gezogen werden. Dieses a kann irgendwas sein. Es gibt zum Beispiel den Zweierlogarithmus, den Zehnerlogarithmus, Dreierlogarithmus, 4. Du kannst da jede beliebige Zahl für die Basis eintragen. Aber es gibt eben einen besonderen Logarithmus, so wie es auch eine besondere Exponentialfunktion gibt. Nämlich diese Exponentialfunktion, die nennen wir ja E-Funktion, weil sie in der Basis ein E stehen hat. Und zu dieser besonderen Exponentialfunktion, nämlich dieser E-Funktion, gibt es auch eine besondere Logarithmusfunktion, nämlich diese hier. Und zwar, wenn in dieser Basis, die ich dir gerade erklärt habe, dieses a, wenn da ein e steht. Also wenn wir den Logarithmus von etwas zur Basis e nehmen, dann sprechen wir hier von dem Logarithmus Naturalis und den kürzen wir ab mit lnx. So, das ist also ein bestimmter Logarithmus. Und dieser Logarithmus, das ist der passende Logarithmus zu eben der Funktion e hoch x. Wenn du also, und deswegen ist hier so ein kleines Beispiel gemacht, wenn du also die Gleichung hast, y ist gleich e hoch x und du möchtest gerne nach x freistellen, also du möchtest das x aus dem Exponenten in die Basis bekommen. Dann musst du das so machen, dass du mit einem Logarithmus hier multiplizierst, der dieses e hier auflöst. Also, wenn wir uns diese Gleichung hier nochmal etwas größer hinschreiben, also y ist gleich e hoch x, dann müsstest du hier auf der rechten Seite, und deswegen fange ich mit der mal an, einen Logarithmus ansetzen, der als Basis genau das hat, was hier in der, und jetzt auch wieder Basis, aber eben bei dieser Exponentialgleichung hier, auch in der Basis steht. Und hier steht ein e. Also hat man dann log e hoch x. Du musst also auf der rechten Seite ein log e ansetzen, sodass du log e e hast, denn das löst sich auf zu 1. Und hier auf der anderen Seite führt man das natürlich dann auch aus. Da hat man dann log e y. Tja, und weil das ein besonderer Logarithmus ist und wir den Logarithmus Naturalis nennen, können wir das eben abkürzen. So, und deswegen hat man dann hier ln y, ne, das ist ja genau dasselbe wie log e y, ist gleich, ne, und wenn sich das hier auflöst, bleibt eben nur noch das x hier oben stehen, also eben hier das x. Somit hat man dann ln y ist gleich x. So bekommt man jetzt das x aus dem Exponenten in die Basis, indem man den Logarithmus Naturalis anwendet. So, hier in diesem Video, ich komme auf diese ganzen Sachen in den nächsten Unterkapiteln immer mal wieder zurück, aber damit ich hier wirklich mich fokussiere auf nur die Erklärung, was ist eigentlich die natürliche Logarithmusfunktion, möchte ich gerne da erstmal dabei bleiben. Na, also grundsätzlich ist ein Logarithmus, und dabei soll es dann jetzt erstmal gut sein, ein Logarithmus ist die Umkehrung einer Exponentialfunktion oder Gleichung, jedenfalls die Umformung eben von so einer Exponentialgeschichte ist ein Logarithmus. Na, wenn ich wissen möchte, was ist dieses x hier im Exponenten, muss ich einen Logarithmus anwenden, um das herauszufinden. So, dabei soll es eben das erstmal sein. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier in dieser Grafik, was das für eine Funktion ist, diese rote hier. Wir sehen in jedem Fall erstmal diese ln x, also Logarithmus Naturalis, ln-Funktion, die hat eine Nullstelle bei 1.
Das liegt daran, dass wenn du eine 1 hier einsetzt, eben 0 rauskommt. Der Logarithmus Naturalis von 1 ist 0. Denn wenn ich ja im Umkehrschluss eine 0 in eine Exponentialfunktion einsetze, und dabei spielt es keine Rolle, ob hier jetzt ein E steht oder irgendeine Zahl, irgendwas hoch 0 ist 1. Also muss 1 in die Logarithmusfunktion eingesetzt 0 ergeben, weil es ist ja eine Umkehrfunktion. Und deswegen ist die Nullstelle da. So viel können wir schon mal sagen. Ansonsten siehst du ja hier, diese rote, die ist nicht für alle x-Werte definiert, sondern nur für alle x-Werte, die größer sind als 0. Also für zum Beispiel 0,0000001 und dann eben alle Werte, die größer sind. Für 0 selber nicht. Du könntest keine 0 hier einsetzen. Geht nicht. Du kannst nicht 0 in die Logarithmusfunktion einsetzen, weil dann kriegst du einen Error im Taschenrechner oder eben du kannst es einfach nicht ausrechnen. Also für alle Zahlen, die x-Werte, die größer sind als 0, ist diese hier definiert. Und hätten wir schon mal den Definitionsbereich. Läuft x, lässt du x gegen 0 laufen, dann geht die Funktion gegen minus unendlich nach hier unten weg. Lässt du x gegen plus unendlich laufen, dann wächst die Funktion auch gegen plus unendlich. Die ist zwar rechts gekrümmt, aber sie geht hier gegen keinen Grenzwert. Sie hat noch genug Steigung, um immer höhere Funktionswerte zu erreichen. Das heißt, sie geht gegen keinen Grenzwert, sie konvergiert nicht, sondern sie läuft gegen unendlich. Okay, so, das haben wir schon mal soweit geklärt. Hier hast du jetzt nochmal alles in einem Blick. Kannst ja das auch gerne nochmal durchlesen oder wir können es auch nochmal einmal kurz zusammen durchgehen. Hier steht nochmal, Limes x gegen unendlich, läuft die Funktion eben auch gegen unendlich, so wie ich es gerade erklärt habe. Läuft die Funktion im Grenzwert gegen 0, dann läuft sie hier unten in Richtung negative y-Achse, also gegen minus unendlich. Wir haben den Definitionsbereich hier nochmal stehen, x ist größer als 0, nur die Werte können benutzt werden. Setze ich ln1 ein, sehe ich, dass die Nullstelle bei x gleich 1 liegt, denn als Funktionswert kommt 0 raus. Also alles nochmal wiederholt. So, und jetzt kommen wir nochmal eine neue Sache dazu, nämlich die Sache mit der Ableitung. Das ist bei der ln-Funktion immer so eine Sache. Möchtest du eine ln-Funktion ausrechnen, dann sagst du, du definierst erstmal das, was diese ln-Funktion ist, ln von, und das nennst du, was da drin steht, g von x. So. Das ist ja in diesem Fall hier einfach nur ein x. Okay. Also ist die g von x das x. Warum mache ich das? Wenn du jetzt, sage ich mal, diese Funktion bezeichnest, so wie wir das ja hier auch im Text haben, als f von x, ne? F von x ist gleich ln x, dann hast du jetzt ja f von x ist gleich ln von g von x. Also bezeichnest du das, was in der Klammer von dem ln steht, als g von x. Dann ist die erste Ableitung f' von x immer einmal die Ableitung von g von x, also g' von x. Guck dir nur an, was in der Klammer steht, nicht mehr dieses ln, das ist weg danach. Also das, was in der Klammer steht, einmal abgeleitet, geteilt durch das, was in der Klammer steht. Eigentlich relativ einfach. So, das ist immer die Ableitung von einer ln-Funktion. Naja, dann machen wir es doch mal. Wenn wir das x jetzt einmal ableiten, dann kommt 1 raus. Die siehst du hier oben im Zähler. Und dann nochmal das x einfach in den Nenner geschrieben, steht dann hier halt x. Somit haben wir hier 1 durch x als Ableitung. Das funktioniert immer genau gleich. Wir werden das auch gleich in dem Übungsbeispiel nochmal sehen. So, wenn du jetzt natürlich Logarithmus benötigst, also willst jetzt sozusagen die Stammfunktion bilden, dann kannst du sagen, okay, wenn du jetzt so eine Funktion 1 durch x hast, dann ist das eben integriert, also aufgeleitet, ln x. Das ist manchmal so, dass du so eine Funktion hast mit irgendwas im Zähler, nur eine Zahl und im Nenner ein x. Und dann fragt man sich immer, boah, Alter, wie ist das denn aufgeleitet? Weil wenn ich das hier umschreibe, dann hätte ich ja hier f von x ist gleich x hoch minus 1. So, naja, und dann würden Schüler sagen, naja, x hoch minus 1 aufgeleitet wäre ja, ich muss den Exponenten um einen erhöhen, dann bin ich aber bei 0. So, und das kann ich nicht in den Nenner von dem Faktor schreiben. Das funktioniert nicht, weil sonst wird der Nenner nämlich 0, das ist mathematisch nicht definiert. Also komme ich da nicht weiter, ich kann das so nicht machen. Also muss man sich merken, wenn man ein x im Nenner hat und im Zähler nur eine Zahl, dann geht eben das Integrieren nur über den Logarithmus. Und deshalb ist sozusagen 1 durch x aufgeleitet ln x, denn ln x abgeleitet ist wieder 1 durch x, das haben wir ja gerade gesehen. So, das sind jetzt erstmal die allgemeinen Erklärungen, das gucken wir uns jetzt nochmal in einem Beispielvideo an. Ja, und damit das Video nicht zu lang wird, habe ich hier noch ein zweites jetzt also gemacht, passend zu dem Wissensvideo Nummer 1. Jetzt hier also die Übungsaufgabe, so wie du es gewohnt bist. Wir haben eine Funktion f von x ist gleich 2 ln 2x plus 1 plus 1, also eine Funktion, die hier eine Logarithmus-Naturalis-Funktion hat, als grundlegende Hülle, als äußere Hülle. Und dann eben eine Verkettung dadurch, dass im Argument selber jetzt nicht nur ein x steht, sondern hier wirklich nochmal eine Funktion drin vorkommt. Also 2x plus 1 als lineare Funktion im Argument. Wir haben noch einen Faktor 2 und eine plus 1 hier, die auch noch
ausschlaggebend sind für das Bild des Graphen in einem Koordinatensystem. Ich zeige dir das aber gleich nochmal genauer in der Grafik. Wir sollen den jetzt vergleichen mit dem Naturalis-Logarithmus, also mit dem natürlichen Logarithmus. Und der ist hier benannt als g von x ist gleich ln x. So, wir sollen jetzt gucken, wie verändert sich die Funktion grundsätzlich von dem g von x gleich ln x, den ich dir ja schon bei dem Wissensvideo als Grafik gezeigt habe. Wie verändert es sich jetzt, wenn man also eine Funktion so ein bisschen modifiziert, wenn im Argument ein bisschen mehr steht, wenn ein Faktor davor steht, wenn hinten noch eine plus 1 addiert wird und so weiter. Wir sollen den Definitionsbereich von f von x bestimmen, wir sollen das Grenzverhalten bestimmen, also die Asymptoten in Richtung unendlich, aber auch eben die Asymptote in Richtung, naja, Definitionsbereich. Du hast das gesehen, ln x fängt immer bei x größer als 0 an im Argument, also somit x größer als 0. Und was passiert denn, wenn man jetzt den Grenzwert Richtung 0 bildet? Das werden wir uns auch gleich angucken. Und wir werden gucken, wie groß ist eigentlich die Steigung an der Stelle x gleich 1? Gibt es noch weitere Tangenten von f von x mit der gleichen Steigung? Sehr, sehr viele Fragen drin. Wenn man sowas in der Klassenarbeit hat oder auch dann im Abitur dann bekommt, da muss man einfach wirklich spot on sein und muss man die richtigen Sachen hier erfassen und auch ein bisschen sein Verständnis hier gut einbringen können. Das ist schon nicht so ganz ohne, aber du wirst sehen, wenn man das so ein bisschen häppchenweise hier vorgesetzt bekommt, dann versteht man das auch ganz gut. Okay, also allgemein gilt ja für so eine Logarithmusfunktion, dass immer das Argument größer als 0 sein muss. Argument, das ist ja, ich schreibe dir das hier nochmal hin, was das ist. Also wir haben ja grundsätzlich immer sowas hier, log, und bei der Logarithmus-Naturalis-Funktion ist die Basis, die nennt man Basis, das was hier so ein bisschen nach unten geschiftet ist, nennt man in diesem Fall hier e bei einer Logarithmus-Naturalis-Funktion. Da hat man ja in Klammern meinetwegen hier noch ein x stehen, so wie wir es ja auch hier bei unserer g von x in der Aufgabe haben. Und das Argument ist immer das, was hier so in Klammern steht, das ist in diesem Fall das x. Und das e ist diese Basis, die du hier siehst. So, allgemein gilt jetzt also, dass das Argument größer als 0 sein muss. So, wenn das so ist und du siehst, dass jetzt hier ja bei dieser Angabe von f von x steht ja als Argument 2x plus 1. Das heißt, das 2x plus 1 muss größer als 0 sein. Und das definiert uns dann letztendlich auch den Definitionsbereich. Wenn wir das so ein bisschen umstellen, dann siehst du ja, minus 1 auf die andere Seite gebracht, geteilt durch 2 sind minus 0,5. Das heißt, diese Funktion ist nur für alle x definiert, die größer sind als minus 0,5. Denn nur für alle die x, die größer sind als minus 0,5, kann eben das Argument hier in dieser Klammer auch größer als 0 sein. Setz mal minus 0,5 hier ein, das heißt, du hast dann 2 mal minus 1,5 ist minus 1, plus 1 ist 0. So, und ln 0 geht nicht, das ist mathematisch nicht definiert, so wie ein negativer Nenner, darf man nicht machen, oder wie eine negative Wurzel oder sowas. Okay, also negative Quadratwurzel. So, also es gibt so ein paar Sachen, auf die muss man achten, das ist jetzt eine davon. Aber für alle x, die größer sind als minus 0,5, weil zum Beispiel 0 ist ja größer als minus 0,5, setz das mal ein, hast du 2 mal 0 ist 0, plus 1, kein Problem, ln von 1 kann man berechnen. So, aber eben nicht für minus 0,5 und alle Werte, die kleiner sind als dieser Wert. So, das ist schon mal unser Definitionsbereich, ist schon mal sehr wichtig. Jetzt gucken wir uns nochmal die Asymptote an, nämlich wenn jetzt also x gegen minus 0,5 läuft, das ist ja hier der kritische Wert, es müssen alle x größer sein als minus 0,5, damit man die sinnvoll verwenden kann. Aber was ist denn, wenn x gegen minus 0,5 läuft? Das ist absolut analog zu dem, was ich dir zu lnx gezeigt habe. Und dass das dann gegen minus unendlich läuft, gucken wir uns jetzt eben auch nochmal hier in der Grafik an. Hier siehst du einmal in Rot nochmal die lnx-Funktion. Du siehst, dass sie hier für 0 nicht definiert ist, dass sie für 0 hier so, als wenn sie so gegengeknallt ist, wie so ein Zug, der jetzt nach unten hinwegläuft. Also für 0 nicht definiert, die normale lnx-Funktion, und deswegen läuft sie für x gegen 0, läuft sie gegen minus unendlich. Okay, hier ist also der kritische Wert eben bei minus 0,5. Das siehst du, die schwarze, die geht hier so bei minus 0,5 hat sie scheinbar keine Definierung, und deswegen läuft sie hier gegen minus unendlich, wenn man x gegen minus 0,5 laufen lässt. So, das ist doch mal die Erklärung hierzu, zu dieser Asymptote. So, jetzt können wir diese Grafik uns hier weiter offen lassen und können einfach mal überlegen, okay, wie können wir Nullstellen berechnen? Von der g von x, von der roten, geht das ganz einfach. Du musst 0 gleich ln x bauen hier und insofern auf beiden Seiten mit e hoch sozusagen bearbeiten. E hoch 0 ist 1. Und somit hat man dann x ist gleich 1, und das sieht man hier auch, die rote geht eben hier auch genau bei der 1 durch die x-Achse, die Nullstelle ist also bei 1. Genauso können wir das auch bei der anderen Geschichte machen, und wir gehen das einmal zusammen durch. Die f von x setzen wir also gleich 0, dann bringen wir die plus 1 auf die andere Seite, dann steht es hier als minus 1 und fällt auf der rechten Seite weg. Dann teilen wir durch 2, also haben wir dann minus 1,5 ist gleich ln 2x0 plus 1. Soweit so gut. So, dann haben wir... Ja, da musst du ja auf beiden Seiten, und das ist das, was ich eben gerade meinte, und das schreibe ich jetzt nochmal hin, auf beiden Seiten sozusagen e hoch
ja, ich mache das immer so e hoch und dann so eine Klammerung. Das bedeutet, dass ich beide Seiten mit e hoch bearbeite. Das heißt, man hat dann auf der linken Seite e hoch minus 1/2, weil ja hier vorher minus 1/2 stand. Und auf der anderen Seite löst sich das e mit dem ln zu nix auf quasi. Ich erkläre das jetzt mal so, dass du es verstehst. Es löst sich jetzt nicht zu nix auf, aber es geht jetzt schneller, wenn du das dir so überlegst. E und ln lösen sich auf. Es bleibt nur noch das stehen, was hier im Argument steht, nämlich 2x0 plus 1. So, somit hat man dann 2x0 plus 1. Und wenn du das dann sozusagen auf beiden Seiten hier noch einmal minus 1 rechnest, dann fällt das die plus 1 hier auf der rechten Seite weg. Da kommt hier sozusagen noch hier als minus 1 auf der linken Seite dazu, zu diesem e hoch minus 1/2. Und dann teilst du es noch durch 2 und ja, dann hast du deine Nullstelle von der Funktion f. Und das ist, wenn du es ausrechnest, minus 0,197. Also im Grunde genommen gerundet minus 0,2. Naja, das kannst du hier auch gut sehen. Bei minus 0,2 geht eben diese f von x-Funktion hier durch die x-Achse. Das kann man ganz gut erkennen hier. Bei minus 0,2 und hier bei minus 0,5, also ein bisschen daneben, ist sozusagen hier der kritische Wert, wo ich eben, mein Definitionsbereich anfängt für exakt x ist größer als minus 0,5. Okay, also bei minus 0,2 ungefähr die Nullstelle konnten wir jetzt also auch berechnen. Du siehst auch wie, indem man auf beiden Seiten das ln, also auf der rechten Seite das ln wegspielt mit dem e hoch. Naja, ich denke mal, sollte soweit klar sein, ist ja recht kleinstufig hier angepasst. Gut, dann Steigungsberechnung an der Stelle x gleich 1. Für die Steigung braucht man immer die erste Ableitung. Naja, die erste Ableitung können wir bestimmen. Also von f von x ist gleich 2nnx, bla bla bla. Leiten wir einmal ab. Hatte ich dir in dem Wissensvideo schon mal erklärt, wie man das macht? Ich muss mal gucken, habe ich hier genug Platz noch? Da kommt noch das, da kommt noch das. Okay, also hier oben habe ich noch ein bisschen Platz. Wie leitet man eine ln-Funktion ab? Ich wiederhole es einfach nochmal, weil es wichtig ist. F von x ist gleich, und jetzt nehmen wir uns eine ln-Funktion, und zwar sagen wir ln, und wir sagen, das, was im Argument steht, nennen wir g von x. Das ist also eine Teilfunktion innerhalb der Funktion f von x. Dann ist die erste Ableitung f' von x immer bei ln-Funktionen so zu berechnen, dass du erst das Argument, was du hier in der Ausgangsfunktion hast, das ist jetzt hier. So, das musst du einmal ableiten, das heißt, du hast dann g' von x und das teilst du einfach durch das, was da im Argument steht, also durch g von x, ohne das großartig zu bearbeiten. Das überträgst du einfach nur. So, wenn wir das jetzt auf unseren Fall hier übertragen, dann haben wir einmal logischerweise diese 2 als Faktor, die weiter mitgeschleppt wird, und wir müssen 2x plus 1 einmal ableiten, das ist 2. Diese 2 habe ich jetzt hier schon als Faktor auch mit dazu geschrieben. Man hätte sie auch hier oben reinschreiben können, dann hätte man hier sozusagen die 2 nicht, dann würde sie jetzt im Zähler stehen, so wie es hier auch aufgeschrieben ist. Ne? Also ist ja egal, ob das jetzt oben im Zähler steht oder als Faktor sogar vorgeschrieben ist, es spielt keine Rolle, mathematisch das Gleiche. Und im Nenner überträgst du einfach nochmal das, was hier im Argument steht, nämlich 2x plus 1, und das siehst du hier auch. Das steht hier einfach im Nenner wieder. Also haben wir 2 mal 2 ist 4 und im Nenner 2x plus 1. Und das ist die erste Ableitung grundsätzlich von dieser Ausgangsfunktion f von x. Wenn man jetzt die Steigung raus haben möchte, muss man da natürlich die 1 einsetzen. An dieser Stelle möchte ich ja gerne wissen, wie groß ist die Steigung. Und wenn man das macht, hat man dann 4 durch 3. Also 4 Drittel ist die Steigung. Und das hätte man auch gut vermuten können, denn an der Stelle 1, wir sehen das ja hier, das wäre ungefähr hier der Punkt. Wenn man hier jetzt eine Tangente anlegt, na, ich kriege das nicht so gut hin, aber also du siehst, diese Tangente ist in jedem Fall nach oben gerichtet. Das heißt, sie hat in jedem Fall eine positive Steigung und man kann schon so ungefähr erkennen, das ist so eine Steigung bei positiv 1. Ja, kriegt man mit einem einigermaßen Auge hin. Also bei 4 Drittel, das macht schon gut Sinn. Und deswegen haben wir jetzt hier auch die Steigung korrekt vorliegend. So, jetzt können wir natürlich, oder jetzt war hier oben noch eine Frage, die so ein bisschen aufs Verständnis abzielt. Und zwar gibt es noch weitere Tangenten von f von x mit der gleichen Steigung. Das heißt, übersetzt, kann ich noch weitere Tangenten hier irgendwo anzeichnen, die dieselbe Steigung haben wie diese Tangente. Naja, machen wir es doch mal grafisch. Diese Tangente hier ist sehr steil nach oben. Das ist jetzt hier nicht so. Also diese Tangente hier kann ich fast keine Tangente dran anzeichnen, die ist sehr steil nach oben gerichtet. So, jetzt flacht das so ein bisschen ab und es flacht immer mehr ab. Das heißt, die Steigung ist überall positiv, aber sie wird halt immer überall weniger positiv. So, das ist die wichtige Sache. Naja, und wenn du dir diese Ableitung hier anguckst, dieses 4 durch 2x plus 1, dann kannst du feststellen, dass eben 4 durch 2x plus 1 eine streng monoton fallende Funktion ist. Das ist ja so eine Hyperbelfunktion, die ist streng monoton fallend, aber die ganze Zeit überall positiv. Ne? Die würde dann hier so aussehen ungefähr.
So. Die wäre überall im positiven Funktionswertbereich, weil ja überall die Tangenten positiv sind, die ich an der Ausgangsfunktion anlege, aber sie fällt die ganze Zeit. Naja, und wenn sie die ganze Zeit fällt, dann kann sie eben nur an dieser einen Stelle, an diesem einen Punkt die Steigung 4 Drittel haben, weil es ja sukzessive abnimmt. Insofern können wir sagen, nein, es gibt keine weitere Stelle mit dieser Steigung. Und dann haben wir noch Vicky, die hier noch sagt, du brauchst von dem Logarithmus keine Angst zu haben. Halte dich einfach an die Rechengesetze, ist nochmal ein guter Tipp zum Ende, klar. Also, Logarithmus, das ist ja das, was ich beim Wissensvideo am Anfang gesagt habe. Das ist so ein Thema, wo alle sagen, oh nee, Logarithmus, oh, das brauche ich überhaupt nicht. Wozu? Und irgendwie habe ich das alles wieder vergessen, was wir gemacht haben und so. Also, einfach nur Rechengesetze anwenden. Einfach bei Gleichung gucken, steht da ein E, dann muss ich mit ln wegspielen. Steht da ein ln, dann muss ich mit e wegspielen, um irgendwie an das x ranzukommen. Eigentlich ist es relativ einfach und du wirst es dir besser merken, wenn du einfach ein paar Übungen dazu machst. Deshalb jetzt die Werbung hier für das nächste Video schon mal. Da geht es jetzt um eine Übung, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen mit dem Logarithmus Naturalis. Plus einmal x² abgeschrieben mal ln x² abgeleitet sind. X² abgeleitet, man guckt sich dabei ja nur das Argument an, also 2x im Zähler und x² abgeschrieben in den Nenner. So, da kann man jetzt ganz gut sehen, dass sich das x² gegen das x² kürzt. Hier vorne passiert dann noch nicht so viel. Ach nee, Moment, das ist jetzt hier.